Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man Felder teilen kann. Und das geht ganz einfach. Ja, zum Beispiel, wenn man ein Feld verbunden hat und sagt sich, na, da hätte ich jetzt aber doch lieber wieder zwei Felder. Oder auch, wenn man ein Feld kleiner machen will. Oder wenn man asymmetrische Ecken rausschneiden will von so einem Feld, damit sich's leichter bearbeiten lässt. Oder wenn ein Feld von vornherein zu groß ist und man sagt sich, ich möchte gern mehr Vielfalt beim Anbau haben, darum teilen wir das in mehrere Felder. Dann könnt ihr diese Methode anwenden. Und zwar geht das ganz einfach im Baumodus. Mit der Umschalttaste und der P-Taste kommen wir direkt in den Baumodus. Umschalt P. Man kann auch nur P und dann muss man sich aber durch den Shop klicken, bis man hier ist. Ja, und Umschalt P ist schön schnell. Und hier gehen wir in den Landschaftsbaum. Und am einfachsten und billigsten geht das mit dem Mal-Tool. Und dann kann man sich überlegen, was will man statt Feld für einen Boden haben. Ja, sagen wir mal hier, vielleicht in erster Linie Weg und dann kann man da vielleicht noch ein bisschen Wiese drauf machen. Aber das soll kein Tutorial sein für Wege schön malen im Landschaftsbau, sondern ganz einfach Felder teilen. Nehmen wir mal Schotter. Da kriegen wir hier so ein kleines Kästchen. Und mit der Taste M können wir das größer machen. So, jetzt entspricht das ungefähr der Wegbreite, die ich haben möchte. Dann fahre ich dahin und klicke einfach mal. Und jetzt ist an dieser Stelle ein Schotterweg entstanden. Und das kann ich fortführen. Mit W kann ich mich hier auch fortbewegen. So. So. Und wenn wir jetzt noch einen Grasrand haben wollen, den mache ich vielleicht etwas schmaler, dann mache ich das mit N wieder schmaler. Und wenn man sich die Tasten nicht merken kann, dann kann man die hier auch im F1-Hilfemenü immer sehen, wie man, welche Tasten man benutzen kann. Also ich mache das wieder zu. Und jetzt malen wir hier noch ein bisschen Gras hin. Na. Und da sieht man auch, ich habe hier gestanden und der ist deutlich weit nach rechts, hat er übergemalt. Dieses Maltool arbeitet nicht sehr präzise. Und das muss man einfach wissen und dann muss man da auch ein bisschen mit üben. Und vielleicht auch mal einen extra Spielstand zum Üben. Damit man dann, wenn es daneben gegangen ist, wenigstens weiß, wie man es reparieren kann. So. Also hier sieht man ja, er malt deutlich breiter, als mein Pinsel ist. Aber wir können das später dann wieder mit dem Schotter übermalen und dann wird der Grasstreifen schmaler. So. Hier knabbern wir ein bisschen an. Und wenn wir auch Pflanzengras haben wollen, dann müssen wir hier auf Pflanzen gehen und Gras wählen. Und dann können wir hier Pflanzen malen. Die kommen nämlich nicht automatisch. So. Ich mache das jetzt mal nur auf einer Seite, einfach nur, um euch zu zeigen, wie es geht. Und hier können wir jetzt den Schotterweg wieder breiter machen. Und dann kann man, wenn man will, in der Mitte auch noch einen Grasstreifen machen. Aber wie man schöne, ordentliche Wege macht, dafür wird es ein extra Tutorial geben. So, das Feld ist jetzt geteilt. Und hier kann man auch noch einen Grasstreifen anlegen. Also da hat man viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Und das geht mit dem Landschaftstool, wie ihr gesehen habt. Und es kostet aber auch etwas Geld. Dieses Malen ist nicht sehr teuer, aber muss man im Hinterkopf behalten. Okay, das war es in aller Kürze zum Felderteilen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.